Männer, wenn ich euch hier spielen sehe, das ist für mich wie ein Stromausfall auf der Toilette. Ich bin einfach mega angepisst. Oh, erstmal bei der Hitze. Ein Tipp für alle Kicker. Fußballshorts ausgezogen, 20 Minuten in eine Kühltruhe, raus und wieder anziehen. Ganz wichtig, das Ganze in der Kabine und nicht beim Aldi. Stefan und Andi, ihr macht heute Doppelpass und ich schreibe das heute alles genau mit. Da bin ich richtig pimmelig. Pickel, ich schreibe das auf jeden Fall mit. Ja, und bei den Bayern, da ballert Babyface Musiala alles weg. Mit dem kannst du den nächsten Film drehen. Guck mal, wer da trifft. 3 Tore schon gemacht. Ne? Althönes Rekord und so ist in Gefahr. Und dem sein Vorteil ist von Musiala, den nimmt doch keiner ernst. Triffst du den beim Warmmachen auf dem Platz, sagst du, hör mal Junge, was machst du denn hier? Die F-Jugend hat schon um 12 Uhr gespielt. Und dann macht er dir am Ende die Bude voll. Aber nicht, weil er seine Windel nicht anhatte. Ja, und ich war richtig kacke drauf am Sonntag. Wollt das Spiel gucken hier, Bayern-Wolfsburg? The Zone nix. Gar nix. Stand dann, wir arbeiten mit Hochdruck an der Lösung. Bei euren verdoppelten Preisen, ne, komm ich demnächst mal mit dem Kercher vorbei, ne? Dann ist da richtig Hochdruck in der Bude. Stefan, du bist heute der wichtigste Mann in der Abwehr. Du bist praktisch die Security in der Nudelfabrik. Die passt da auf. Ja, und bei der Hertha verteilen sie jetzt Döner. Also der Prinz hat ein Jahr verlängert. Also 2023 Döner für Umme mit den Worten, ich hab noch Hunger. Hätte mein Hermann auch gesagt, wenn er da gewesen wäre, der hätte alle aufgefressen. Alleine. Was gab's für die Veganer wieder nix? Kannst du so eine Melonenspieß hängen, drehen, hast einen Melöner. Verlängert der Prinz nächstes Jahr, ne? Da dürfen die ganzen Hardcore-Veganer im Hochsommer in Wannsee hüpfen, weil da ist die höchste Algendichte. Einfach mit dem Mund auf durchschwimmen. Hermann, du hältst bei uns da hinten auch kein Ding. Jetzt weiß ich auch, warum bei dir immer die Pizza verbrannt ist und deine Freundin schwanger ist. Richtig rausholen musst du noch üben. Ja, das ist wie beim SC Freiburg. Da muss der Streich auch mal durchwischen, also in der Abwehr. Gerade im Tor, ne, da hat er noch Flecken. Also wie kann der, als Bundesliga-Torwart, ganz ehrlich, klares Ding, im nächsten Training wäre ich der Trainer. Der Flecken spendiert eine Runde Flutschfinger. Ja, und international gab es einen richtigen Kampf im Superfliegengewicht, ne? Thomas Tuchel gegen Antonio Conte. Ne, hier Chelsea gegen Tottenham. Haben sich dann bei so einem Handshake, haben sie, sah aus, wie wenn sich zwei Streichholzmännchen gegenseitig anzünden. Beide so. Der Conte sieht aus wie meine Tante, die ist 75. Und dann brüllen die sich so an, das sah so, so aus wie so Spatzenkinder, die darauf warten, dass sie was zu essen kriegen. Und beide rot gekriegt, klar. Sicher beim Antonio, der konnte ja nicht gut gehen. Andi, sag mal, hast du noch Sprühdurchfall? Ja? Warte, ich komm gleich auf den Platz mit einer Flasche Soßenbinder. Viele fragen mich immer, Uwe, was ist dein Erfolgsrezept? Erstens, behalte die Klamotten, die dich glücklich machen. Zweitens, immer Klartext. Die Jungs mal richtig anscheißen und zusammen, ne, dann halten die jedenfalls mal die Fresse. Und drittens, auf jeden Konter vorbereitet sein. Stand letztens an der Bushaltestelle, kommt einer, na, warten Sie auf den Bus? Ich so, nee, auf den Erfolg als Trainer. Und er so, ach, deswegen die langen Haare. Ich so, nee. Mein Schwanz war zu dick, deswegen ist mir das Gummi gerissen. Jetzt trage ich die Dinger wieder offen. Kevin! Boah, der ist so hohl. Ich so letztens zum Kevin. Kevin, du musst sein wie so ein Hai. Da sagt er, ja, Trainer, der Hai, der schwimmt schneller als ich. Ich kann aber schneller laufen als der Hai. Dreh dich also gegen den Hai im Triathlon an, dann entscheidet sich alles auf dem Fahrrad. So. Bei euren verdoppelten Preisen, ey, da komme ich demnächst aber mal mit dem Kercher vorbei. Da ist aber mal richtig Hochdruck in der Bühne. In der Bühne. Ja, und bei der Hertha verteilen sie jetzt Döner. Also der Prinz, ne? Bis 2023 verlängert, gab es vor dem Kick gegen Frankfurt 2023 Döner gab es da für Uma. Mit dem Motto, ich habe noch Hunger. Den Satz hätte mein Hermann auch gesagt, wenn er da gewesen wäre. Hätte die 223 Döner oder 2003 nochmal 203.